Das ist jetzt die berühmte Brücke mit der schwebenden Autofähre. Die tun wir jetzt mal genauer besichtigen. Man kann hier oben durchlaufen. Und jetzt kommt der Fähre da. Wir werden mal schauen, wie das funktioniert. Das ist Welt-UNESCO-Erbe. Eine der ältesten Schwebefähren. Knapp über dem Wasserspiegel von dem Fluss, der von Bilbao ins Meer fließt. Wunderbar, jetzt ist die schon da. Mit voller Ladung mit Autos. Hier ist auch, die Brücke ist auch ins ÖV-Netz eingebunden. Und ja, ich bin happy, dass ich mal da bin. Das ist eine der grossen Sehenswürdigkeiten von Bilbao. Hier in den Masten hat es einen Lift. Da kann man dann nach oben. Und dann oben rüberlaufen. Und einer mit dem Lift wieder ab. Ich bin jetzt auf der berühmten Biscaya-Brücke in Bilbao. Ein monströses, riesiges Bauwerk. Man kann da mit dem Lift dahinter hier, ja, kann man auf die Brücke und oben drüber laufen. In der Zwischenzeit fährt unten an mir die Schwebefähre über den Fluss. Ja, die ist aufgehängt, das Seil. Und die Art Brücke gibt es nur etwa 5-6 Mal auf der Welt. Und gehört eben, wie vorher schon mal erwähnt, zum Welt-UNESCO-Erbe. Die Brücke hier in Bilbao. Es hat lustigerweise gar nicht so viele Touristen da. Gut, es ist auch unter der Woche. Und ja, es ist aber ein spannender Ausflug. Neben dem Guggenheim-Museum eine der Highlights, wenn man in Bilbao ist. Das ist der Ausblick Richtung Meer. Da geht es ein paar Kilometer und dann ist man an der Nordküste von Spanien. Da vorne ein Yachthafen von Bilbao und da einen ist der Fährehafen, wo alle Autofähren etc. von England und so ankommen.
Jongens, hier